Diamantes. Du kannst in einem unwirklichen Moment der Klarheit den Wind auf deiner Haut spüren, wie er sanft über dich streicht. Du kannst Gerüche wahrnehmen und Geräusche, als wären über Nacht neue Nerven auf deiner Haut gewachsen, die externe Eindrücke wahrnehmen könnten. Deine Hände schmerzen, dein Ohr pulsiert glühend heiß. Du bemerkst eine Veränderung, dass sich etwas ausdehnt. Qualen erfassen dich, als würde dein Fleisch wie Lehm verformt werden. Deine darin enthaltenen Knochen knarren spröde wie totes Holz. Deine Augen heischen nach Beute suchend durch die Kabine. Du kannst hinter dem Holz deiner Kajüte die Arbeiten im Hafen spüren, wie dort ziehen und zerren. Kamele, die mit ihren Hufen über den Asphalt klickern. Selbst durch das Schiff hindurch kannst du über dir den brennenden Mond, das Madamal, erkennen. Er starrt dich wie ein brennendes Auge an und lacht dich aus. Kalter Schweiß läuft auf deiner Brust herab. Sie ist ledrig geworden und ohnehin schon feucht. Der Mond flüstert und heult. Du kannst nur keuchen als Antwort. Der Schmerz in deinem Hals hat zugenommen, sogar das Atmen fällt schwer. Kochend heißes Gift pulsiert in deinen Adern. Du musst etwas tun, sonst erstickst du. Als du aufstehst, bemerkst du, dass dein Mund offen hängt. Speichelfäden tropfen wie Galle heraus und rinnen an deinem Kinn herab. Alle paar Sekunden an deinen gewaltigen Zähnen vorbei. Es ist zu viel, um es herunterzuschlucken. Du murmelst mit gurgelnder Stimme bedeutungslose Phrasen und Silben. Deine Zunge bewegt sich wie ein feuchter Aal über deine rasiermesserscharfen Zähne. Kupfriger Schmerz. Dann kannst du jeden hören, der dir in deinem Leben begegnet ist. Jeden. Als du vom Bett aufstehst, kannst du deine Freunde hören. Sudamin auf der anderen Seite des Flurs, Rafim in seiner Kajüte neben dir. Du kannst sein riesiges, nasses Herz hören, wie es in seinem Brustkorb springt. Deine Atemnot bringt dich fast um. Du musst atmen. Deine Lungen schreien nach Blut. Was willst du tun? Na, ich spucke erstmal instinktiv oder versuche es zumindest, alle Feuchtigkeit, alle Spucke und Rotze, was mir in den Mund zusammengelaufen ist, vor mir auf dem Boden, auf den Teppich, der hier ausgelegt wurde, doch mittlerweile schon ziemlich von Asche angefressen, ziemlich stinkend, und greife instinktiv aufwachend nach meiner kleinen silbernen Schatulle, die ich neben meinem Bett präpariert habe, und mit leicht erst zitternden Fingern, dann bestimmt, hole ich mir eine Zigarre heraus, die ich mir anzünde und versuche mit tiefen Zügen diese Beklemmtheit, die ich in meiner Luft höre, fühle, irgendwie zu widerstehen, entgegenzuwirken. Und nehme mir erstmal einige Augenblicke, zähle innerlich bis 10 und richte mich dann vom Bett aus, werfe einen Blick auf die Hängematte von Tekala. Liegt er noch hier drin oder ist er schon aufgestanden? Du kannst ihn in seiner Hängematte sehen, wie er atmet. Du kannst seine Organe sehen, wie sie pulsieren. Du kannst die Konturen durch die Haut erkennen. Lunge, Niere, Leber, Herz. So lecker und saftig. Dann wende ich mich in einem Augenblick der Klarheit mit zusammengekniffenen Augen von seiner Hängematte weg, atme wieder schwer durch. Du kannst Luft holen, aber du bekommst trotzdem, deine Lungen funktionieren nicht richtig. Du erstickst, du brauchst entweder Wasser oder Blut. Deine Hände fangen an zu zittern, du merkst, wie sie fast ein bisschen blau werden. Aber wenn du auf deine Hände guckst, kannst du sehen, dass ihnen scharfe Krallen gewachsen sind. Was passiert hier mit mir? Ich blicke auf meine Hände herab und fahre mit diesen Krallen über die Wand, um zu sehen, ist das meine Einbildung? Ist das irgendwas, was mir in meinem Kopf ausmacht? Oder passiert das gerade wirklich? Dir wird schwindelig, du erstickst gleich. Ich brauche Wasser. Und wieder blickt mein Blick auf den schlafenden Tekala herunter. Er hat das, was mir helfen könnte, was ich brauche. Es fließt durch seine Adern, ich kann es hören, jeden einzelnen Herzschlag, aber
Wiederum ist mir dieser Junge auch ans Herz gewachsen. Kann... Er sieht so lecker aus. Nein, es... Ich kann... Das kann ich nicht tun. Das würde irgendeine Grenze überschreiten. Grenzen, die ich mir zwar selbst schon vor langer Zeit gesetzt habe, die ich immer wieder überschritten habe, aber sind wir wieder mal an so einem Punkt angelangt. Du kannst spüren, wie sich dein Sichtfeld leicht verengt. So als würdest du weniger sehen können. Dir wird immer wieder schwummrig, musst dich festhalten an deinem eigenen Bett, bevor du dann hinfällst. Deine Lungen kreischen und schreien nach Luft. Ich greife mit meiner krallenumwobenen Haut in die Schulter von Tekala und greife kräftig zu. Wacht er auf? Ja, bleibt so liegen. Du musst laufen, jetzt hörst du mich? Ich kann mich vielleicht nicht beherrschen, steh auf und lauf! Du bemerkst, wie du an der Schulter gerüttelt wirst. Der kleine, fahle Junge steht neben dir mit seinem bleichen Gesicht. Es sieht fast so aus, als würde sein Körper zu groß sein für dieses kleine Menschenkind. Du hast doch gesehen, wir müssen wirklich was tun wegen deinem Ohr. Du liegst in deinem Bett und ja, mal wieder steht die Kajüte offen. Er hat sich mal wieder, so wie beim ersten Mal, bei dem ersten Traum reingeschlichen. Wir haben noch keinen Vollmond, dann kann ich dir nicht helfen. Komm, ich komme am besten nochmal wieder, wenn es morgen ist. Dann sag ich dir, wie wir das ganze Schlamassel beseitigen, okay? Was, wenn's morgen ist? Es ist doch... Ich höre draußen noch die Arbeiter. Du hast geträumt. Aber wir müssen das auf alle Fälle beseitigen. Du hast großen Grimm auf dich geladen. Du verwandelst dich in einen Lykanthropen. Und das ist nicht gut. Dann bist du verloren. In was verwandle ich mich? Und woher kannst du das überhaupt wissen? Ich weiß viel. Okay, vertraust du mir? Wir brauchen ein bisschen Blut von dir. Wir müssen es Serpentilio geben. Dem Schwarzmagier? Dem Dämonenbeschwörer? Nee, dem Alchemisten. Darum geht es. Er muss unsere Geschichte beweisen. Deswegen... Halt still. Er holt einen kleinen Dolch hervor und schneidet über den Oberarm. Dann kannst du sehen, wie er mit seinen flinken Fingern, die so ein bisschen gekrümmt aussehen, vielleicht viel zu langgliedrig, fängt er dann Blut, was dann runterrinnt, in einer Fiole auf. Verkorkt es dann. Du bist keiner von den Schiffsjungen. Ich dachte erst, als ich dich außerhalb meines Traumes gesehen habe, mein Verstand spielt irgendeinen Streich mit mir. Es liege an dieser Arche, an dieser gottverdammten schwimmenden Stadt. Nein, aber das hat damit nichts zu tun. Wer bist du? Ein Freund. Ich helfe dir. Mit deinem Ohr, mit dem Mord und mit all dem anderen, was du auf dich geladen hast. Er klopft dir auf die Schulter und geht nach draußen. Ja, ich schaue dem Jungen noch hinterher. Blicke dann wieder zu dem schlafenden Tekala. Mir geht durch den Kopf, was ich ihm geträumt habe, und ich spitze die Ohren. Draußen ist wahrscheinlich eher stiller, oder ist das Kuntjom? Also laut ist es immer, aber wenn du dann so ein bisschen aus dem Fenster rausblickst, kannst du sehen, dass die Sonne aufgeht, und ihr werdet sicherlich in der nächsten halben Stunde Offiziersbesprechung haben. Kannst auch schon sehen und hören, wie wohl die Köche unten Tee ausgeben, Zwieback, und die Wache ist auch schon durch. Also das Schiff fängt wieder an, mit der wenigen Besatzung, die ihr zurzeit im Hafen habt, seinen Tagesablauf, so gut das eben möglich ist. Ja, dann bringt es nichts, sich noch einzulegen. Stehe ich auf, blicke auf meine Hand herab. Im Traum habe ich meine Zigarre schon angezündet. Jetzt tue ich es nochmal und blicke noch einmal auf die Kralle herab. Streiche ihn so liebevoll, wie es mir möglich ist oder wie es mir beigetragen wurde, über die Stirn und verlasse meine Kajüte.
Eine halbe Stunde später. Ihr könnt zusammen in die Offiziersmesse treten der neuen Kapitana, Zulamin, die zwar schon mit den ein oder anderen Handwerkern gesprochen hat, die werden dann nach draußen geschickt mit neuen Ergänzungen und ja, einige Bestellungen, die wohl aufgegeben worden sind, die man dann selbstverständlich auch hier in Kunchorm dann abarbeiten kann. Ich habe noch irgendwas von neuen Sesseln und Sitzmöglichkeiten gehört und so könnt ihr euch dann nach und nach in der Kapitänsgehüte zusammenfinden. Serpentinio eilt auf Zulamin zu, sobald er sie erblickt. Ah, Capitania, sagt er, als er ihre Hand ergreift. Lasst mich euch doch formell zu eurem ersten Tag im Amt gratulieren. Nun, das scheint mir ein wenig verfrüht. Immerhin hat Abel mir es noch nicht der Mannschaft mitgeteilt. Ihr müsst doch am besten wissen, dass Sein und Schein manchmal zwei sehr verschiedene Dinge sind. So oder so, möge dieser Tag und die Sonne, die bei ihm aufgeht, der erste von vielen sein. Ja, guten Morgen, Capitana. Guten Morgen. Und? Wie laufen die Geschäfte? Nun, ich muss sagen, es ist alles noch ein ganz großes Chaos. Vielleicht könnt ihr mich aufklären, wie schlecht genau es denn nun um unsere Finanzen steht. Nun, ihr habt doch das Buch. Da steht alles drin. Ich glaube, wir haben nicht mehr allzu viel Gold, aber... Ja, es wird wohl reichen fürs Erste. Wir bekommen ja noch etwas Gold von der Madabasari. Ich hatte da gestern noch einen kurzen Blick reingeworfen und unsere entsprechenden Ausgaben und Einnahmen durch das Zins reingeteilt. Wenn ich mich nicht verrechnet haben, sollten wir auf plus minus 7000 Dukaten sind. Und ich denke, das wird für nächste Woche reichen, oder? Ja. Eine Woche ist nicht lang, aber nun, dann sind wir wirklich darauf angewiesen, dass die Madabasari ihr Wort hält und uns für die Wurzelkaiserin bezahlt. Also wir können unsere Mannschaft auf jeden Fall noch diesen Monat bezahlen, sollten unsere Ausgaben nicht allzu hoch werden. Außerdem schulden uns die Maraskaner noch etwas, an die 750 Dukaten. Aber darauf habe ich denen noch ein bisschen Zeit gegeben. Die Maraskaner? Weswegen denn? Ja, richtig. Wir haben dem Zimt an die Maraskaner verkauft. Ah. Habt ihr den Klatsch nicht gehört? Nein, um ehrlich zu sein, nicht. Aber schön, dass das geklappt hat. Selbstverständlich müsst ihr betrachten, dass die beträchtliche Aufnahme von mehr Personal unsere laufenden Ausgaben in die Höhe treiben wird. Nun, aber ich denke, darum werden wir nicht herumkommen. Ja, und ich meine, viel altes Personal ist ja auch tot. Auch wenn ich sie schwerlich vermissen werde und wir sie sicherlich nicht ersetzen. Die Dukatengarde hat uns auch einiges gekostet. Nun, wer von euch hat sich nun eigentlich in letzter Zeit um die Buchhaltung gekümmert? War das Abelmir oder habt das bereits ihr gemacht, Diamantis? Nun, ich habe die Rechnung eingetragen, so wie sie mir entgegenkam und sie wohltrefflich vermerkt. Hier, seht ihr doch. Es gab keine Quittung. Ja, als erstes habe ich das probiert, aber der Kapitän, ich meine, Abelmir, Magister, wie genau soll ich euch denn jetzt ansprechen? Nennt mich einfach Abelmir. Vor der Mannschaft könnt ihr mich gern Markus nennen. Abelmir. Er hat sich wohl mit meiner Sauklaue nicht so gut getan. Deswegen hat er das dann selber gemacht. Ja, es war einfacher, die Rechnung einfach entgegenzunehmen und einzutragen, so wie sie mir vorgetragen wurden. Wie gesagt, Quittung gab es nicht, es gab bloß handschriftliche Erreichungen. Nun, Diamantis scheint nichtsdestotrotz einen ganz guten Überblick zu haben. Insofern werde ich mich wohl in diesen Dingen gelegentlich an ihn wenden. Oder seid ihr wild darauf, diese Aufgabe zu behalten, Abelmir? Na, auf keinen Fall. Ich habe genug zu tun mit meinen eigenen Forschungen. Deswegen habe ich diese Aufgabe an euch übertragen. Ja, das dachte ich mir. Woran forschst du denn momentan? Ach, verschiedene Temporalmagie und mir ist kürzlich ein interessantes Buch in die Hände gefallen, das noch der Entschlüsselung bedarf. Aber mir pfusch nicht mit der Zeit rum. Das nimmt kein gutes Ende. Ja. Von welchem Buch genau spricht ihr? Magus. Nun. Ich bin mir sicher, ich könnte euch zur Hilfe sein, falls es um exotische südländische Sprachen geht. Interessanterweise, ja, könnt ihr mir dabei helfen, aber das sollten wir unter vier Augen besprechen vielleicht. Ist das sicher etwas delikat? Doch.
Sicher doch. Ich bin mir sicher, unter der Ägide des Pottmagus wird das seinen Weg nehmen, wenn es soweit ist. Der Ventilier wirft zu Damien einen scharfen Blick zu. Und wieso genau müsst ihr das zu zweit besprechen? Was heißt delikat? Nun ja, der Inhalt ist etwas, nun ja, sagen wir, anrüchig, könnte man sagen. Aber es wird uns weiterhelfen bei unserem Kampf gegen den Hektarchen. So viel mehr sicher. Wenn einem das Wissen fehlt, um gefährliches Wissen in den rechten Kontext zu setzen, besteht die Möglichkeit für Missverständnisse, wenn ihr so wollt. Als solches braucht es einen gebildeten Verstand, um solcherlei Informationen zu verarbeiten. Ihr beleidigt mich. Nun, es geht um ein spezielles Fachgebiet, für das Serpentilio hervorragend geeignet ist. Nun, dann wünsche ich euch beiden viel Vergnügen. Ihr haltet euch selbstverständlich auf dem allerneuesten Stand, was das angeht. Nun gut, von mir aus. Teilt mir doch bitte trotzdem den Titel des Buches mit, nur fürs Protokoll. Nun, das ist schwierig. Es ist magischen Glyphen geschrieben. Es dauert noch ein wenig, diese Zeilen zu eruieren. Nun, ihr kennt den Titel des Buches nicht? Noch nicht vollständig, nein. Das bedeutet, ihr kennt ihn teilweise. Teilweise, ja. Es ist noch nicht ausgereift. Ich werde euch zu gegebenen Zeiten informieren, was den Inhalt und den Titel des Buches betrifft. Belassen wir es vorerst dabei. Nun, wenn ihr Serpentilios Hilfe wollt, dann würde ich gerne wissen, um welches Buch es sich handelt. Wie gesagt, den Titel habe ich noch nicht explizit eruiert. Wie gesagt, ich werde euch informieren, sobald es geschehen ist. Worum geht es denn konkret? Nun, um heptsphärische Beschwörung und entschuldigt, Kapitän, reine Gewohnheit. Guten Morgen. Ihr könnt sehen, wie sich die Tür öffnet und dann Groschminia reinschaut. Guten Morgen. Wir haben jetzt ja hier vor Ort eine Werft, nicht wahr? Das, was Kuntjom leistet, eine Werft nennen möchte, bitte sehr. Entschuldigung, ich komme gleich zur Sache. Ich wollte nicht stören. Also wir haben ja noch die herausgerissenen Planken, die wir aus dem untersten Deck, aus dem Orlop-Deck haben. Und die liegen ja noch zurzeit bei uns im Magazinraum. Und ich würde die ganz gerne hier in der Werft untersuchen. Ist das möglich? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wem die Werft gehört. Meines Wissens sollte sie Jalan gehören, aber der ist jetzt ja nicht hier. Dann müsste sie jetzt ja übergehen an Abelmir, oder? Ach, das ist das Kontor, meint ihr? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Naja, vermutlich wird das seine Frau oder seine Kinder geerbt haben. Und so wie ich die Papiere verstanden habe, befindet sich das Kontor mitsamt der Liegestelle im temporären Besitz des Handelshauses Störrebrand, bis die Schulden abgeglichen sind, die er mit ihnen als Sicherheit aufgenommen hat. Ach so, ja, da war ja was. Ich hatte jetzt angenommen, dass Abelmir ist jetzt ja am längsten in der Heldengruppe dabei, meine ich. Deswegen hatte ich angenommen, dass Abelmir das irgendwie jetzt verwaltet. Nein, wenn Sulamin. Sulamin ist die neue Kapitana. Okay, also ich weiß zumindest, dass unten da sitzt noch einer von den Handwerkern und der hat seit einem halben Jahr oder so nichts zu tun. Deswegen würde ich mir jetzt gerne den schnappen und solange wir jetzt hier im Hafen sind, würde ich ganz gerne diese von den Maden berührten Planken einfach untersuchen, weil ich halte das für wichtig. Das klingt gut, ja. Ich halte das ebenfalls für wichtig und ich denke, ihr könnt die Räumlichkeiten trotzdem nutzen, auch wenn sie mit Schulden belastet sind. Ja, okay, gut. Dann wollte ich mich einfach nur einmal kurz abgemeldet haben. Lahal Kasch hat seine eigenen Aufgaben, der bessert hier noch das Schiff aus und der ist dann ja auch für die neue, das habe ich schon gehört, dass Sulamin jetzt die Kapitana ist. Herzlichen Glückwunsch. Zumindest Lahal Kasch kümmert sich dann um den Ausbau, gemeinsam mit den anderen, und ich nehme mir sonst die Hälfte und dann untersuchen wir auf alle Fälle mal diese merkwürdigen Planken. Und ich werde euch dann berichten, was dabei rauskommt, okay? Ja, danke. Okay, dann noch viel Spaß. Genießt euren Tee. Oh, ist sie nicht wunderbar?
Ja, ganz vorzüglich, ein ganz tolle Zwerg in Boltax. Ja. Ich denke, diese Sache ist bei ihr in den besten Händen. Ich hatte das ehrlich gesagt doch schon wieder vergessen. Was? Ja, das mit diesen Planken. So, ja, ich hatte mal die Idee gehabt, dass ich mir vielleicht einen Splitter von diesen Planken hole und einem Feuerelementar zum Verbrennen gebe. Quasi eine Analyse im Feuer. Aber dann dachte ich mir, das ist vielleicht keine gute Idee, wenn diese Maden wirklich etwas korrumpiert hätten. Ich möchte ja die armen Elementare nun ja nichts zu Schlimmem aussetzen. Ich hatte mit der Sache abgeschlossen, nachdem feststand, dass die Planken ausgetauscht sind. Aber bestimmt können wir daraus noch mehr lernen und naja, es steht zu befürchten, dass wir damit noch einmal konfrontiert werden. Na gut, was ist sonst noch zu tun? Ich nehme an, wir werden Vorräte kaufen müssen? Ja, ich muss zu den Botenreitern. Was wollt ihr bei den Botenreitern? Nun, die Geschenke an Selindian und an Rodrigan abschicken. Was hat das mit den Vorräten zu tun? Nichts, aber ich wollte sagen, dass ich das heute zu tun hätte. Ich dachte, ja. Wir sind gerade dabei und sagen, was wir heute so machen wollen. Ach so, ja, dann, wenn wir schon dabei sind. Ich müsste noch mal zum Chor-Tempel, Zulami. Du müsstest übrigens mitkommen, dir die neuen Männer und Frauen angucken. Und habt ihr euch jetzt eigentlich schon wegen den Bogenschützen entschieden? Ich würde sie gerne erst mal schießen sehen, ehrlich gesagt. Ja, das klingt vernünftig. So macht die Frau einen guten Eindruck, aber ich dachte mir auch, wir sollten vielleicht auch über die anderen Bewerber noch ein wenig Informationen einholen. Denn sie selbst kann sicher leicht sagen, dass sie einen guten Ruf hat, aber naja. Kapitana, wenn ich fragen darf, wollt ihr eure Vereidigung als neue Kapitänin vor oder nach dem Erwerb der neuen Einheiten durchführen? Die offizielle Vereidigung meine ich natürlich. Nun, ich denke, in erster Linie sollten wir uns zunächst um die Sache mit dem Geld kümmern. Denn wir brauchen keine Truppen anzuheuern, wenn noch nicht gesichert ist, dass wir das Kopfgeld für die Wurzelkaiserin auch wirklich erhalten. Nun gut, es ist nur ein formeller Akt. Insofern ist ihr entscheidet, wann ihr neue Kapitana offiziell sein wollt. Nun, es wäre mir lieb, wenn ihr der bestehenden Mannschaft mitteilen wollt, würdet, dass ihr diesen Posten nicht mehr ausfüllen möchtet. Denn solange ihr offiziell noch Kapitän seid, kann ich nichts entscheiden. Und es müssen eine Menge Dinge geregelt werden im Augenblick. Nun gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir am Ende dieser Sitzung die Mannschaft zusammentrommeln und ich verkünde Ihnen nun die neuen Umstände. Ja, wie gesagt, es muss keine große Sache sein. Meine Antrittsrede würde ich dann, bevor wir wieder in See stechen, machen. Und ich denke auch mit der Neutaufe des Schiffes verbinden. Wie gewünscht. Nun, ich denke, ich werde noch einmal in der Akademie vorstellig werden. Ich hätte dort noch etwas zu erledigen. Und ich brauche neue Kleidung. Sieht mich an. Ich laufe seit mehreren Monaten in dieser zerschlissenen Kleidung rum. Das geht gar nicht. Ihr seht aus wie aus dem Bach gezogen. Schlimm, schlimm. Ich nahm an. Bettzeit. Wolltet ihr wirklich einmal einen wunderschönen thulamidischen Turban und vielleicht so einen Spitzbart, den man sich ankleben kann? Nun, diese alte Kopter-Darstellung, erinnert ihr euch? Das würde euch sehr gut zu Gesichte stehen. Nein, das schwebt mir nicht vor. Ich ziehe eine horatische Gewandung vor. Ich nahm an, der Grund für eure Aussehen sei, dass ihr seit ihr dann anverbart keinen anständigen Stoff mehr zu Gesicht bekommen habt. Nun ja, wir hatten keine Zeit. Es gab Umstände und nun ja, wir hatten keine Zeit für so etwas. Boah, ich muss sagen, die maraskanischen Drucke sind aber eigentlich sehr schön. Nun ja, wenn man auf schreiende Farben steht, natürlich. Wie ihr. Ja, selbstverständlich. Schaut einmal, ich habe mir einen kleinen Gürtel anfertigen lassen. Den kann ich ganz leger um mein kleines Bäuchlein winden. Und guckt einmal,
Er hat so ein schönes, gekarotes Muster. Oh, richtig schön. Oh, dies bedingt allerdings tatsächlich, Bart Magus, dass ihr kleines Bäuchlein sich nicht im Volumen vergrößert. Oh, doch, das geht. Man kann hier einen Haken anbringen und das Ganze um ein Stückchen erweitern. Ich verstehe. Ich sehe, ihr habt an alles gedacht. Natürlich, natürlich. Ich bin ein sehr vorausschauender Zwerg. Nun, ich denke, ich werde mich noch mit Hasswolf unterhalten müssen, denn nun ja, in Sachen Seefahrt ist er eine sehr wichtige Persönlichkeit auf diesem Schiff. Und dann werde ich mich um meine eigenen Finanzen kümmern. Ja. Ja, wie sieht das eigentlich aus mit dem Seemann, dem ehemaligen Mannschaftssperrrecher? Wie war nochmal sein Name? Ismaban, dem geht es gut. Ismaban, ja. Hat das geklappt, das, was du auch immer an seinem Kopf gemacht hast? Ja, er wollte eine Käferzucht aufmachen. Sagen wir so, er ist jetzt sehr viel glücklicher. Es war ein wenig befremdlich, aber es ist sicherlich eine Verbesserung seines Zustandes. Ja, seht ihr, hatten wir doch alles im Griff. Da kann Hasswolf jetzt auch keinen Hehl mehr drum machen.